Hier sind Jens und Manu in einem 360-Grad-Video. So, jetzt sind wir drinnen. Na, du musst erst mal sagen, du hast ja das andere da. Das ist ein Integra 760 EB. Und Wischen nicht vergessen. Richtig? Ihr müsst aktiv wieder werden. Genau, hier oben ist dann wieder verlinkt zum ersten das Erklärvideo für die 360-Grad-Aufnahmen und zum zweiten eine Außenvorstellung, die wir mit einem normalen Video gemacht haben, weil 360 Grad in der Außenform bringt nicht viel. Ja. So, also Integra 760 EB. EB steht für Einzelbettengrundriss und 760 der Typ, wobei das Fahrzeug 7,90 Meter lang ist. Eine ausreichend große Sitzgruppe, sehr ähnlich wie in unserem Fahrzeug. Die Seitensitzbank auf der rechten Seite ist etwas größer. Natürlich ist das Geschmackssache, die Leder und die Farbe, aber das ist individuell wählbar. Das kann man sich ja auch aussuchen, ne, wenn man sich das Ding neu bestellt. Genau. Die Sitze sind ganz andere Sitze wie bei unserem Fahrzeug, was wir haben, aber offensichtlich sehr bequem. Küchenbereich komplett neu gestaltet. Hier ist eine Kaffeemaschine mit drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es runtergeht. Lass es lieber sein. Gut. Hier Fächer fürs Ding, wie gehabt. Der Kocher ist anders, Drei-Flammen-Kocher, aber hier ist der Drei-Flammen-Kocher eben auch mal als Drei-Flammen-Kocher nutzbar, ne, weil die Abstände groß genug sind. Ja. Was uns nicht zusagt, ist, dass diese Kocherfläche aufgesetzt ist. Ja? Das aber ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, aber wenn du so willst, kannst du im Prinzip hier die zwei zum Kochen nehmen, hier kannst du arbeiten und abstellen und so weiter und so fort. Das auch, hat vielleicht auch seinen Charme. Hier an der Seite nochmal so ein Regal. Gewürzregale und so weiter. Ein Apothekerauszug. Hier vorne noch Schuhschränke sind hier noch drin. Flaschen. Ja, ist ja nur egal. Solche Schubkästen, wie wir auch zu Hause haben, in unserem Wohnmobil, in unserer Villa. Gut, ich denke mal für den vorderen Bereich ausreichend. Also, schön wischen. So, wir befinden uns jetzt im Heckbereich, praktisch da, wo das Bad ist und auch die Einzelbetten. Also ich habe mich bewusst mal hier in die Dusche gestellt. Für die ist jetzt auch für mich hier ein großer Platz. Deswegen ist auch so für mich so ein bisschen das so auch als Wunschmobil. Bad mit einer Stufe. Das geht aber offensichtlich nicht anders, weil hier im hinteren Teil der Radkasten vom Hinterrad sitzt. Ein stylisch geschaltetes Waschbecken mit. Was wieder das Problem ist, wenn Wasser hier dahinter spritzt, kommt man ganz schlecht dran mit Reinigen. Ja. Halten wir nicht so für günstig. Mir wäre da eine komplette geschlossene Form lieber. Sind nochmal zwei Schränke unten und hier oben ist nochmal ein Schrank und ausreichend große Spiegel und Gott sei Dank mal ein paar Haken. Jetzt kommen wir zu dem Highlight dieses Modells, was mir sehr gut gefällt. Bett nach oben. Und man hat einen begehbaren Kleiderschrank. Hier drüben kann man das genauso machen. Also man kommt hier an die Kisten und alles schön ran. Man muss sich nicht verbiegen und vertun, sondern man kann reintreten. Finde ich sehr, 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 eine sehr, sehr schöne Lösung. Seht ihr das? Und schon kann man nämlich hier alles... Ja, viele Ablagefächer, die man gut erreichen kann, auch wenn man, Manuela versucht mal so ein Ablagefach zu erreichen, mit 1,60 Meter Größe noch durchaus erreichen kann. Ja. Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Das Bett ist gut zugänglich durch diese Treppenstufen, wo im Übrigen auch noch Fächer drin sind. Ja. Auch hier komme ich wunderbar dran. Also sehr gefällig gemacht. Hier nochmal zwei Kleiderschränke. Ja, also
ein Modell, was uns durchaus sehr, sehr gut gefällt. Also mir. Und hier haben wir die Heckgarage, die sehr breit ist und komplett gerade geschnitten ist, sodass keine Verwinklungen und sowas entstehen. Und ich denke, von der Breite abzuschätzen, dass man auch hier Fahrrad und Roller reinkriegen würde, in unserem Fall, was für uns schon sehr wichtig wäre. Ja, hier eine Durchlademöglichkeit nach vorne ins Schlafzimmer, hier nochmal seitlich Regale, auch hier unten drunter sind noch Fächer, wo man Sachen verstauen kann. 220 Volt Anschluss, hier ein 12 Volt Anschluss, hier kommt eine Lampe ran, also doch recht gefällig gemacht diesmal, muss ich sagen, und das ist schon ein Fortschritt gegenüber unserem Fahrzeug, also das muss ich sagen. Die Garage ist deutlich größer. Ja, kannst du aber nicht jedes Jahr ein dir neues Fahrzeug kaufen. Ich kann es aber doch sagen. Dass du eins möchtest. Also, das war wieder ein 360-Grad-Video von Jens und Manu. Tschüss.